Hallihallo und herzlich willkommen zurück. Und ihr erinnert euch, es ist gelb, blau, rot und grün und niemand kann es erreichen, nicht mal die Königin. Ja, das muss ein Regenbogen sein, weil hier unser Ringmaster, den habe ich übrigens in dieser Runde, glaube ich, noch gar nicht angequatscht. Genau. Der erzählt uns einen hier von grünen Midgets und so und überhaupt. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt mehrere Kisten ausprobiert. Ich habe keine Ahnung warum, aber es ist Kiste Nummer 7. Fragt mich bitte nicht, wieso. Ich habe keine Ahnung, wieso. Es ist Kiste Nummer 7, vielleicht weil sie blau ist, wie der Himmel, oder weil 7 Farben im Regenbogen. Ich habe das sogar gegoogelt. Es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, wie viele Farben der Regenbogen tatsächlich hat. Egal. Katharina und Valentina sind beide am 12. September geboren. Eine mysteriös wie der Mond, wie der Mond. Die andere verflucht mit Short Temper ist, wenn du dich schnell aufregst und so. Mir fällt gerade keine gute Übersetzung an. An dem Tag, an dem Valentina 2 wurde, war Katharina nur halb so alt wie sie. Jahre sind vergangen. Und so weiter und so fort. Achso, die ist tot, anscheinend. An dem Tag, an dem Valentina 10 wurde, erinnerte sie sich an ihre Schwester in Wehmut. Wie viele Jahre wäre ich ihre ältere Schwester gewesen, wenn sie noch einen Tag gelebt hätte? Ja, einen, oder nicht? Wenn die 2 wurde und die war halb so alt, dann war die 1. Und wenn sie dann abgekratzt ist, dann hat sich das. Weil eine 9 kann ich ja hier nicht aus... Ach, wir machen das jetzt einfach. Es ist nicht so, als wäre das richtig. Hä? Verstehe ich nicht. Hier ist das nächste. Okay. Ihre 5 gebackenen Dishes, also Gerichte, auf dem Fensterbrett zum Abkühlen platziert, hatte Frau Elisabeth, ist in die Stadt gefahren, um hübsche Boxen und Schleifen zu kaufen, um die darin einzupacken, also wahrscheinlich Kuchen. Sie wusste nicht, dass während sie weg war, ein Räuber gekommen ist und hat 2 von den Kuchen gegessen, gefolgt von einem Hund, der noch einen gegessen hat. Als sie zurückkehrte, hat sie das Desaster gesehen. Wie viele Kuchen wurden an diesem Tag gerettet? 5 waren es insgesamt? Ja. Ja, 5. Einer hat 2 gegessen, der Hund hat noch einen gegessen. Dann bleiben noch 2. Was? Wieso? Dann 3? Verstehe ich nicht. Moment, Moment, Moment. Ah, hast du vielleicht... Wie viele hat sie nochmal gebacken? Sie hat 5 gebacken, aber... Die an dem Tag gerettet wurden? Keine Ahnung. 2 Bücher liegen auf einem Regal. Eins ist umgekehrt und das andere ist... also umgedreht. Backwards, also... Eins liegt mit der Vorderseite nach unten und eins liegt andersrum. Also sag mir, kleines Mädchen, was ist die Summe der ersten Seite in jedem Buch? Es ist nicht egal, wie die liegen. Die erste Seite ist immer 1. Und die Summe von 1 und 1 ist 2? Ich denke bei sowas immer zu kompliziert, aber ich glaube, diese Rätsel sind gar nicht darauf aus, dass man kompliziert denkt. Genau wie diese Scheiße mit dem, oh ja, willst du einen Tipp, was die Königin voll nicht essen würde? Okay. Kleines Mädchen, großes Gehirn. Hier ist das nächste Rätsel. Hier, in einer Nacht, beleuchtet von einem hellen Mond, unsere Liebe ist aufgeblüht wie eine Blume, mit einem giftigen Kuss. Was? Dann habe ich dich vergraben, in einem finalen Auf Wiedersehen, deinen Körper habe ich... Was? Ich hatte meinen... Soll das ein Rätsel sein? Okay, wenn man die vorherigen Rätsel nimmt, dann findet man es vielleicht raus. Shit. Wahrscheinlich ist es einfach die Kiste, die noch nicht geöffnet wurde. Welche haben wir denn noch nicht geöffnet? Die hier? Oh, ich gehe mal speichern, glaube ich. Haha.
gute Idee. Und jetzt machen wir einfach mal. Also die 7 war es beim Regenbogen, weil das war jetzt irgend so ein ich begrab dich und weil ich lieb dich so und die war es nicht. Die war es auch nicht. Ich mache jetzt einfach Ausschlussverfahren, das ist mir jetzt echt, das ist mir zu anstrengend gewesen. Das war mir jetzt auch zu anstrengend, das zu versuchen on the flow zu übersetzen. Ich habe es nicht mal richtig verstanden, was er mir sagen will, aber ich glaube, es war pervers. Also so Nekrophilie pervers. Ich meine, jedem das seine. Aber ohne mich. Die 1 hatten wir. Da haben wir die. Achso, ja, das ist. Gebadet in der Dunkelheit habe ich dein Grab geschaufelt. Korrekt, es war die 4, aus welchem Grund auch immer. Ich bin groß und mächtig, geht durch Türen, ist meine. Durch Türen gehen ist meine Spezialität. Und viele in diesen verdrehten Hallen werden stehen. Aber fürchte nicht, mein Kind hat mich in der Hand. Mit einer einfachen Berührung kann ich wieder gut machen. Die Dinge, die auf dich gecastet wurden. Ein Schlüssel, ein Hut oder ein Brathähnchen. Ich würde sehr gerne. Ich möchte sehr gerne Brathähnchen sagen, aber ich glaube, das ist ein Schlüssel. Gute Arbeit, Kleines. Du bist ein wirklich schlaues Kind. Wie ich versprochen habe, hier deine Belohnung. A Dazzling Key. Ein Schlüssel. Danke, Mister. Aber wo soll ich den Schlüssel benutzen? Oh, das weiß ich nicht. Ich habe ihn auf dem Boden gefunden. Danke. Und du? Hast du noch irgendwas zu sagen? Ah, gute Arbeit. Das war eine Show. Ein kleiner Tipp für die Zukunft. So, Okay, da, wir wollen irgendwelche Leute ans Leder. Das ist aber nicht nett. Fräulein? Ja? Ich habe noch ein weiteres Rätsel für dich. Möchtest du zuhören? Ja, komm, was soll's. Nur zu. Was kann gebrochen werden, ohne gehalten zu werden? Es tut mir leid, aber ich brauche Zeit, um darüber nachzudenken. Mach dir keine Sorgen, Kleines. Die Antwort auf dieses Rätsel gehört nicht zu mir, sondern zu dir. Was meinst du? Ich würde sagen, ein Herz. Mister? Ein Herz kann gebrochen werden, ohne festgehalten werden zu müssen vorher. Ach, wie romantisch. Ich gehe dann mal wieder. Das war nämlich strange hier. Das war echt strange. So. Habe ich eigentlich irgendwo, weil ich bin gerade eben einfach nur. Warum sitzt du da? Ich möchte mein Steak Medium und nicht Rare und so und überhaupt. Gibt's hier noch irgendwas für mich irgendwie? Weil ich habe das. Ich möchte dieses als Klingelton für WhatsApp übrigens. Fände ich supi. Ja, was ist das eigentlich? Genau wie das Piano, das wir zu Hause hatten. Oh, ein Pumpkin-Charm. Bist du verwöhntes Gör? Du erinnerst dich nicht an deinen Namen, aber daran, dass ihr ein Piano hattet. Die Saiten bewegen sich von alleine. Es ist, als wenn jemand die Harfe spielt. Als wie wenn jemand das machen würde. Ich möchte ein berühmter Pianist werden. Meinst du, ich könnte das? Ja, bestimmt. Bestimmt nicht. Die Tür ist verschlossen. Kann ich den Schlüssel benutzen? Probieren wir es mal. Nein, scheinbar nicht. Dann vielleicht hier unten. Verschlossen. Ah, da fällt mir ein, ich wollte mal eben in dem einen Raum hier gucken. Da war ja noch irgendwie Leute und so, mit denen ich nicht gequatscht habe, weil ich das letzte Mal noch einen Speicherpunkt gesucht habe. So, Happy Halloween. Keine Kürbisse erlaubt. Ich sehe hier diverse Regelverstöße. Ach, ich fürchte, ich bin einfach nicht gut genug. Was ist denn los, Miss? Ach, es ist nichts. Du bist zu jung für diese Dinge.
Geht's um Sex? Ich kenne mich voll aus. Eine große Uhr steht in der Ecke. Die Zeiger drehen sich so schnell, als wäre sie in Eile. Oh, noch ein Pumpkin-Charm. Machst du hier? Ich sehe dich genau. Shh, ich versteck mich. Aha. Ich weiß gar nicht, Schach, aber wie man Schach spielt, aber erzähl's keinem. Okay. Jeder mag hier gerne die Partys. Ist das nicht schön? Was für ein hübsches Mädchen du bist. Hör mal, weißt du, wie man näht? Ja, weiß ich. Woher weißt du das? Ach, sei doch nicht dumm. Natürlich weiß ich es nicht. Hier, du kannst es haben. Eine Nadel und einen Faden. Aha. Danke, Miss. Okay, da ihr hier irgendwie alle Plüschtiere seid, glaube ich, die brauche ich wahrscheinlich, um den Fuchs und den Hasen wieder zusammenzunähen. Oder um eine Monstrosität zu schaffen, aus beiden kombiniert. Mit Körperteilen, wo sie nicht hingehören. Diese Leute sind alle so uneducated, ausgebildet. Also, im Sinne von ungehobelt und so. Also, nicht dieser Klasse hier entsprechend. Wusstest du, dass die meisten von denen nicht mal wissen, wie man liest? Lächerlich. Die heutige Tanzparty wird einfach fabulös. Ich kann kaum erwarten. Dieser Tee ist sehr lecker. Übrigens, ich frage mich, wen die Königin auswählen wird. Bist du nicht aufgeregt? Ja, bin ich. Echt? Mir wäre das alles ein bisschen strange hier. Guten Abend, Miss. Haben wir uns schon mal getroffen? Nein, ich glaube nicht. Tut mir leid. Oder vielleicht doch, weil ihr seht irgendwie alle gleich aus. Das ist eine Schande, weil ich würde... Ich würde gern mal deinen Kürbis schnitzen. Das tut mir leid, aber ich habe gar keinen Kürbis. Das ist schon in Ordnung, Miss. Tut mir leid, dass ich dich belästigt habe. Schönen Abend noch. I don't think... ich weiß nicht, das war, glaube ich, irgendwie nicht so gemeint, wie er es gesagt hat. Oh, Hase, du bist so lustig. Lass uns für immer und ewig zusammen sein. Ein Schrank aus Walnussholz. Mhm. Und da ist Tee drin. Also da ist kein Alkohol drin, da ist Tee. Oh, noch ein Pumpkin-Charm. Wer steht eigentlich immer mal 3? Ich check das nicht so richtig. Oder ist das irgendwie Sorte 3? Keine Ahnung. Na gut, okay, hier ist sonst nix. Nö, scheinbar nicht. Mal ganz kurz euch rausschneiden. Da musst du mal niesen. So, jetzt geht's weiter. Ja, jetzt kann ich da unten wahrscheinlich die Tür aufmachen. Also, das konnte ich wahrscheinlich auch schon vorher, aber jetzt kann ich den Schlüssel auch benutzen, ohne dass ich was verpasse. Hoffe ich. Ja. Sehr schön. Mhm, was haben wir denn hier? Hast du die Gerüchte gehört? Es heißt, Fräulein Fuchs ist in einen ewigen Schlaf gefallen, aufgrund der Dinge, die passiert sind. Oh, ich mag Geschichten mit unglücklichem Ende. Was für eine schreckliche Sache, die man so von sich geben kann. Ich mag keine schwarzen Kleider. Die sagen mir immer, ich soll mich umdrehen, wenn sie ihre Kleidung wechseln. Es ist so unfair. Okay, das rote Kleid ist anscheinend nicht von Interesse. Dieses Kleid sieht irgendwie nostalgisch aus. Oh, diese Hausmädchenuniform sieht genauso aus wie die bei uns zu Hause. Was sie auch wieder genau weiß, wie das aussieht. Falls man jetzt ein Knistern in dem Sound hört, ne, dann tut es mir leid. Aber dieses Mikrofon ist leider viel zu gut. Und ich glaube, wobei, wenn ich so gucke, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ich sehe meinen Degu nicht, aber ich höre ihn. Also einen von den beiden. Und ich glaube, jemand knuspert gerade heimlich still und leise irgendwo ein Erdnüsschen oder so. Das könnte tatsächlich dieses Geräusch sein. Das bewegt sich. Boah, ist jetzt die Frage, haben wir die Wahl oder... Können wir eh alle 3 besuchen.
Ja, der knuspert gerade tatsächlich irgendeine Nuss oder so. Das höre ich über mein Headset lauter als in echt, aber gut, ist egal. Wir gehen jetzt mal hier durch den Spiegel einfach. Wir nehmen einfach Pink, was soll's, oder Lila. Lila macht ja bekanntlich geiler. Dann gehen wir mal gucken, was da ist. Okay, das ist schon mal schön. Oder auch nicht. Die Musik hat aufgehört. Sie sind kaputt. Okay, da sagt sie das Gleiche zu. Die Königin ist hier! So dumm, dass ich die Wand angucke. Ja, ist echt dumm. Das ist ein wirklich besonderer Tag. Die Königin ist hier, glaube ich. Ja, das kann man hier in dem Raum jetzt natürlich schlecht sagen. Was ist denn hier los? Aha, die sind alle da oben. Ich quatsch mal eben mit dem Kürbis. Ich bin nur hier, um zu sehen, wie sie alle umgebracht werden. Was? Also hingerichtet werden. Was? Das ist eine furchtbare Sache. Wie kannst du sowas sagen? Ich habe ein komisches Déjà-vu. Was ist ein Déjà-vu? Es ist, wenn dumme Leute ignorante Fragen stellen. Ihr zwei? Na? Ich habe mein ganzes Leben auf diesen Moment gewartet. Ich frage mich, wer gewinnen wird. Das ist so aufregend. Echt jetzt? Oh, okay, sie bewegt sich von allein. Mhm. Danke, dass ihr zu meiner speziellen Zeremonie erschienen seid. Ihr habt alle euer Bestes gegeben, aber ihr wisst, nur eins von euch kann mein Lieblingspärchen werden. Und ich habe heute leider kein Foto für euch. All die anderen, die es nicht geschafft haben, werden hingerichtet. Hingerichtet? Wer wagt es, meine Zeremonie zu unterbrechen? Ich bin nur... Stille! Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du auf meiner Zeremonie? Er hat mich eingeladen, ich war beim Essen, ich wäre beinahe das Essen geworden. Ich schau nur, ich suche nur was. Oh, und was mag das sein? Ich schau nach, sind wir ehrlich, oder? Körperteilen. Das ist aber eine grausame Aufgabe für ein so zartes, junges Mädchen. Komm näher, mein Kind. Vielleicht kann ich dir helfen. Danke. Du bist mehr als willkommen, Miss. Ja, und ihr seid irgendwie nicht aufgeregt oder so? Selbst wenn wir nicht gewinnen, sollten wir zusammen untergehen als Liebende. Unsere Liebe ist ewig in Leben und im Tode. Mein Gott. Echt jetzt? Wir werden ihnen niemals vergeben, wenn wir verlieren. Und wir werden sie für immer heimsuchen. Unser Zorn wird sie für immer heimsuchen. Wir fühlen uns sehr nervös, Miss. Ich drück euch die Däumchen. Ach, wir haben keine Chance gegen sie, das ist so gemein. Ihr zwei seid... Es bringt nichts zu leben, wenn wir nicht gewinnen. Wir sind dankbar für diese Hinrichtung. Okay. Aber ihr seid doch die beiden, wo ich die Körperteile suche, kann das sein. Also rotes Füchschen und... Na, ist auch egal. Halte deine Hand für mich aus. Okay. Hier, du kannst das haben, Miss. Es war leicht dran zu kommen. Danke. Ich hätte ein bisschen spezifischer sein sollen, wessen Körperteile ich suche und dass es nicht meine sein sollen. Oh, fuck, wo habe ich denn jetzt das letzte Mal gespeichert? Ja, hier natürlich. Ich gehe jetzt nicht nochmal mit den ganzen Typen da quatschen. Obwohl, da waren Charms, ne? Oh, ich habe keine Ahnung, wofür man die braucht. Ich gehe mir eben schnell die Charms einsammeln. Weil ich glaube, da war ja einer hier. Nein. War nicht einer hier? Doch. Okay, in dem rechten Schrank? Ja, in dem linken Schrank? Nein. Okay. Ich habe rausgetappt. Es tut mir furchtbar leid. Ich habe rausgetappt. So, der versteckt sich. Ach nee, hier oben in der Kiste war einer. Ja, genau.
Gut, 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 gut. Dann nochmal. Es ist verschlossen. Surprise, surprise. Wir haben einen Schlüssel, den können wir benutzen. Ich weiß nicht, ob was anderes passiert. Ich nehme jetzt einfach mal wieder den Lila macht geiler Spiegel. So. Flitz. So, diesmal... versuche ich mich etwas weniger, wie soll ich sagen, ich versuche mich so auszudrücken, dass man mir nicht unbedingt die Hand abschneiden möchte dafür. Bla 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 bla, so, ich habe was verloren. Ich sehe, das ist aber leider, das ist sehr schade. Setz dich, mein Kind, wir werden danach suchen nach der Zeremonie. Danke, jetzt guckst du erstmal wie den anderen hier. Kann ich mich da hinsetzen? Ja. Jetzt werde ich das Gewinnerpärchen bekannt geben. Das ist... Herr Hase und Fräulein Fuchs. Heißt ihr eigentlich alle so, oder? Nein, anscheinend wissen die beiden genau, wer gemeint ist. Oh, wie schön. Also ich gratuliere den Gewinnern. Ihr mögt beiseite treten. Ihr könnt auch zur Seite rotieren, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und ihr Versager werdet alle hingerichtet. Sie kann doch nicht einfach jeden umbringen. Soldaten, los! Wartet! Lebt wohl, meine Bediensteten. Ihr habt mir wohl gedient. Nein! Jetzt, wo das erledigt ist, ist es Zeit für den Tee. Und für dich... Räum hier auf, bevor du gehst, ja? Ansonsten... Ja, mach ich. Du bist doch krank. Du bist so gestört, Mann. Okay. Ihr redet nicht. Ich verstehe schon. Die Körper des Paares liegen auseinandergerissen, ihr Ausdruck für immer gefroren, also ihr Ausdruck ist für immer eingefroren, ein Moment des Terrors vor ihrer Hinrichtung. Oh. Zwei Beinchen, schön. Schwarzes Füllmaterial tritt aus den Wunden der Tänzer heraus. Das einst glänzende Fell beschmutzend. Ein Arm. Ein Torso. Das ist so furchtbar. Ja, das ist das gleiche wieder oben. Und das ist immer noch furchtbar. Eieiei, was habt ihr dazu zu melden? Ja, okay, das kennen wir schon. Ja. Kann ich jetzt hier irgendwo anders noch hin? Nein. Nein. Okay. Wahrscheinlich kann ich in die anderen Spiegel und da andere Körperteile einsammeln, kann das sein? Bis ich alles beisammen habe. Ich weiß jetzt gar nicht, was habe ich jetzt? Ich habe einen Hasentorso, ich habe zwei Beinchen, ich habe einen Fuchsarm und noch irgendwas, glaube ich. Na, gehen wir mal in den roten. Ich muss das zu Herrn Hasen und Fräulein Fuchs bringen. Ach echt? Muss ich jetzt jedes Mal mit den Körperteilen da hinlatschen? Na, schön. Dann machen wir das. Wieso konnten die hier keine Speicherkiste hinstellen? Das ist echt doof. Tut mir leid, Herr Hase, aber das ist alles, was ich bisher finden konnte. Das ist schon okay, mein Mädchen. Danke dir für deine Hilfe. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Vielleicht lasse ich das einfach für eine Weile hier.
Okay, ich habe die jetzt anscheinend einfach dahingelegt. Ich gehe mal speichern. Habe ich gespeichert? Ich bin mir da immer nicht so sicher. Ja, scheinbar. Okay, okay, okay. Dann gehen wir gleich mal in den roten Spiegel. Und das machen wir in der nächsten Episode von Pocket Mirror mit mir. Bis dahin. Tschüss.